Drei smarte Freunde berichten über die letzte Woche. Ungefiltert, ehrlich und brachial. Mark, Timo und James sind die Montagscaster. Pablo vergisst stabil. Wir sind immer stabil. Internet ist stabil, wir sind stabil, alles ist stabil. Willkommen zur 19. Ausgabe der Montagscaster. Willkommen, sagt Mark, hallo. Und dann übergebe ich direkt an James. Erstmal James. Hallo James. Guten Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin ein bisschen müde, ist mir gerade aufgefallen, weil wir nehmen ein bisschen später auf als sonst. Ja. Aber grüßt euch und ich übergebe weiter an Timo oder an Marc. Ich weiß ja, Timo. Nicht. Timo, hau ja, raus. Timo. Du bist dran. Guten Tag. Hau raus womit. Ich wollte erstmal Hallo sagen. Mit allem, was du zu bieten hast. Hallo, guten Tag, wie geht's dir? Und mir geht's gut. Soweit. Alles gut. Ich beschwere mich nicht. Brauchst du wieder Urlaub? Ja, ich habe bald wieder Urlaub, aber nein, noch nicht. Noch ist alles gut. Ich habe die erste Woche gut hinter mich gebracht. Aber wir wollen doch heute bestimmt über die Themen reden erstmal, ne? Ja, Timo, dafür bist du da, unser Themenmeister. Ja, wir haben heute wir sind heute die Quick-Montagscaster. Sag ich jetzt einfach mal. Ich bin mal gespannt, wie lange wir brauchen. Aber wir haben gar nicht mal so viele Themen. Wir haben heute in den Stories der Woche entführt uns Mark in Somewhere Beyond the Sea. Du warst im SeaWorld, sehe ich hier. Ja, bei Ariel, ne? Genau, bei Ariel, die hast du gleich erschlagen. Danach bist du aufgetaucht und bist in Lego Discovery gegangen, sicher. Das klingt ja interessant. Der James wiederum, der war ganz woanders. Der war gigantomös im Giga-Center. Und ich habe mich größtenteils auf meine Wohnung konzentriert. Dazu später mehr. Fußball haben wir heute nichts, habe ich gehört. Und zur Rubrik Games und Serienfilmen sprechen wir einmal über die vorletzte Folge Secret Invasion von Marvel mit dem schillernden Namen Ernte. Und Mark hat im Kino den Vater der Atombombe getroffen. Oppenheimer hast du geguckt. Genau. So das ist unsere Roadmap für den heutigen Tag. Vergessen wurde leider eine kleine Sache, die ich jetzt noch hinten dran, habe ich vergessen, die nochmal aufzufrischen zu sagen. Habe ich einen Song zugeschickt bekommen von einem guten Freund von mir, mit dem, das hatte ich ja vorher mal erwähnt, Timo, weißt du, ne? Den Song? Ja, genau. Und jedenfalls hat er mir die Erlaubnis gegeben, diesen Song heute zu spielen. Der kam jetzt am Freitag raus bei Spotify und den würde ich jetzt als Rausschmeißer heute dann nochmal zum Besten geben. Also werde ich nachher nochmal dazu kommen, von wem, was das ist und wieso ich das gerade mache. Dazu später. Zum Schluss. So. Zum Schluss. Stories der Woche. Wollen wir dann mit gigantomösen Sachen anfangen? Was? Giganto-Sachen. Du meinst, okay, jetzt bin ich verwirrt. Ich fang mal an, das meinte ich damit. Genau, das war das, was ich meinte. Du hast das so gesagt, Giganto. Hast du doch selber gesagt, Timo. Alles gut. Ja, Gigas hat aber nicht gigantomös. Hast du nicht gigantomös gesagt? Nein. Echt? Ach, genau. Ja. Fang einfach an. Ich wollte gerade sagen. Nee, wir müssen uns sputen hier. Zack, zack, zack. Ja, gut, muss alles. Ja, ich war im Gigacenter, so, das war's. Geil, super. So, also. Nein. Das klingt auch gigantomös, also wirklich. Nein, ich war mit einem Freund, haben wir uns getroffen am Freitag und dann kam mir so die Idee, dass wir mal ins Gigacenter gehen. Ich meine, kennt ihr beide das Gigacenter noch, ne? Ja. Wir waren doch mal zu meinem 20. Ja, 18. Wir waren mal da und haben Dart gespielt. Genau. Also, um die Leute mal mitzunehmen, das Gigacenter ist eine Location, da kann man auch sich hinsetzen und an die Bar oder an den Tisch und auch was trinken, Cocktails, Bier etc. Auch alkoholfreie Getränke, selbstverständlich. Und dann haben die halt, sind das Arcade-Games? Nennt man das so auch? Die haben da verschiedene. Das ist eine Arcade, ist da mit drin, glaube ich, ja. Ja, alles gut. Die haben halt hier dieses Ding zum Boxen, die haben Billardtische. Okay, ja. Kickertische, Air-Hockey. 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 Und wir haben halt echt unten im Keller dann dort, haben wir halt, ich glaube, 2-3 Stündchen Flipper gespielt. Und ich muss sagen, das hat echt Spaß gemacht. Ne? Also es gab halt, die hatten 6 verschiedene, wie nennt man das? Flipper mit verschiedenen Themen. Automaten. Themengebieten, richtig. Und
Wir hatten da angespielt, wir haben vier Themengebiete gespielt. Das war Terminator, was sehr cool Ah, war. Klassiker, ja. Der Klassiker, glaube ich. Dann Indiana Jones. Auch ein Klassiker. Auch Das Iron Maiden. sagt Das mir nichts. war echt cool irgendwie. Iron Maiden, da konntest du auch immer, bevor du gezockt hast, konntest du ein Lied auswählen, was dann die ganze Zeit lief. Okay, das ist Und zum cool. Schluss, das hat. Und zum Schluss, das hat mir irgendwie persönlich am besten gefallen, war auch aber am teuersten von allen. Da hat nämlich vier Spiele, ich glaube, 4 € gekostet oder so, oder vier Spiele. Ne? Das war Fluch der Karibik. Ja, okay. Aber das war auch ein bisschen, das war auch ein viel Neues. Du hattest ein richtig digitalen Bildschirm. Du hattest in der Mitte so einen Bumper, den du drücken konntest, um gewisse Aktionen zu machen, um Gold zu sammeln. Und das war echt mega. Du konntest deine eigene Figur auswählen zwischen den ganzen Charakteren aus Fluch der Karibik. Okay. Und es hat mich echt angefixt, so Was hat denn das Flipper, dann dass ich. geändert bei den Flipper-Panels da? Wenn du den Bumper gedrückt hast in der Mitte. Ja, du hast ja gesagt, du hast verschiedene Figuren. Was bringt mir denn, wenn ich dann Ab, die verschiedene Figuren Figuren haben habe? verschiedene Eigenschaften. Der eine, den ich hatte, der hat, wenn du den Ball in der Black Pearl hast, das war so ein Ja. Schiff, kleines Schiff mit eigenen Bumpern. Und dann kannst du, wenn du gewisse Punkte dort erreichst, einen zweiten Ball hervorrufen. Also jede Figur hat verschiedene Eigenschaften. Der eine sammelt mehr Gold, der andere kriegt einen Multiplikator, wenn du bestimmte Ziele erreichst. Und es gab, glaube ich, lass mich Ah, nicht okay, lügen, und der andere hat den Ball dann. 10, 12 Charaktere, die du auswählen konntest. Oha. Und es war echt eine coole Sache, muss ich sagen. Ich Wie wusste teuer gar nicht, ist dass denn? das. Du hast gerade gemeint, dass der teuerste, aber wie teuer waren denn die anderen? Du hast gerade 4 € vier Spiele, war Also, der Fluch wir der Karibik haben und die anderen haben dann. bei dem einen waren es 2 € drei Spiele und bei dem waren es 3 € drei Spiele. Okay, also 1 € teurer bei 3 Spielen. Okay. Genau, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ich denke mal auch, weil das schon was moderner ist einfach, ne? Allein mit dem Bildschirm und dieses Interaktive und alles, das hast du schon gemerkt. Und es Das gab hat keinen echt Star Bock Wars? gemacht. Nee, leider nicht. Ich dachte nämlich, wenn du den Star Wars angefangen hier mit Terminator. Terminator, die Indiana Indiana Jones Jones. hier und ja, dann wäre jetzt Star Wars doch genau der Richtige. Ja, ich habe auch geguckt, ich habe kein Star Wars gefunden. Ich habe auch kein Rambo gefunden. Gremlins gab es damals auch noch. Ja, deswegen, also ein Gremlins. bisschen schade, aber es hat mich so angefixt, dass ich erstmal direkt dann gegoogelt habe, was so ein Flippertisch kostet. Ja, die fangen Ja. dann mal bei 900 € angebraucht, ne? Ja, Okay. klar. Wobei ich Ja. finde, das geht sogar noch. Ah, gut, ich muss auch Ja, dazu finde ich sagen, auch. Ja. ich muss dazu sagen, ich gebe momentan relativ viel Geld aus, deswegen, das reiht sich so in, das geht noch Timo, ich habe rein. die Idee. Stell dir doch einen Flippertisch in die neue Wohnung. Das wird ein Dann bisschen eng. wirst du James nie wieder los. Hey, Timo, hey, Junge. Ey, und du verdienst Sagen. Geld dabei. Ja. Hey, Timo, Hast du scheiße. den direkt wieder raus? Ich habe schon wieder 200 € liegen gelassen bei dir. Oh, scheiße. Na. Nee, ich weiß noch, ich war als Kind oder als Jüngerer, so mit 10, 11 oder so, war ich mal bei Freunden von meinen Eltern. Und der hat einen eigenen Flippertisch im Partykeller stehen. Und das war schon geil, dass du da die ganze Zeit Flipper zocken konntest, weil der hat dann Ja. einfach, sobald du keine Münzen hast, hat er einfach das Fach aufgemacht, alle Münzen raus und let's go, ne? Na ja, klar. War natürlich cool. Das ist schon cool. Nee, das war so mein Wochenende. Danach habe ich eigentlich nichts gemacht. Ich habe nur mit Zocken verbracht. Das war's. So, wer will denn Ja, weitermachen hier? schön. Will der Schön. Marc ein bisschen Ja. seine Erzählungen erzählen? Meine Erzählung Erzählung, erzählen. Erzählung. Ja, kann ich machen. Ja. Kann ich machen. Ja, ich hatte eine schöne Urlaubswoche von Jenny ja jetzt und war relativ viel los. Haben wir irgendwie immer auf Trab. Und natürlich haben wir dann auch heute noch was gemacht. Deswegen haben wir jetzt auch heute auch ein bisschen später aufgenommen. Deswegen, ich komme gerade frisch aus Oberhausen. Frisch aus dem Zentro und neben dem Zentro ist auch dann dementsprechend der SeaWorld. Ja, da durften wir dann einmal durchschlendern und das war schon sehr faszinierend. Ich muss echt immer wieder sagen, dass ich mich doch leicht von Fischen und sieht man auch mal so, ja, ein Oktopus beziehungsweise Kraken.
Oder Haie und so ein Kram. Kann man da alles schön bewundern. Was ich auch sehr, sehr schön fand, waren halt wirklich die kleinen Gimmicks auch für Kinder. Aber was heißt nur für Kinder, auch für mich, der dann auch mal nochmal was über Mülltrennung lernt, weil du dann viele, viele Fächer hattest, wo dann eine Frage steht, hier solltest du den Deckel vom Pudding halt auch klar entfernen und trennen, wenn du ihn wegschmeißt oder eben nicht. Und dann kannst du auf Ja oder Nein klicken. Dementsprechend leuchtet halt dann die Vitrine grün oder rot. Und so kannst du das alles dann durchgehen. Oder ist es wirklich. Ist es egal, ob du Glas trennst, also farblich trennst oder eben nicht und sowas, so welche Fragen waren da drin? Oder Okay. halt, das habe ich auch im Vorgespräch schon mal erwähnt, da haben die über die Schildkröten gesprochen, dass die halt Quallen essen und dass du neben dem Quallenbecken dann dementsprechend nochmal ein Becken hattest, wo halt auch nochmal Plastiktüten oder sowas, so Plastik halt schwamm und man wirklich sieht, ja, die Ähnlichkeit ist da, die ist verblüffend. Und das wirklich, was war das, glaube ich, das war eine sehr hohe Zahl. Also. Ich glaube, wenn ich 90% sage oder sagen wir 80 bis 90% aller Tiere im Wasser haben schon Plastikintus. Das ist, finde ich, auch sehr, sehr erschreckend. Also, und wenn du guckst, da siehst du an jedem Schild Bedrohungsstatus der Tiere, weil immer wenn du liest, was ist das für ein Tier und sowas. Und immer steht da der Mensch. Tourismus und was weiß ich was. Also die ganzen Tiere, also wir sind eigentlich schuld, wenn wir nicht da wären, würde es der Erde besser gehen. Aber da erzähle ich, glaube ich, nichts Neues. Ich wollte gerade sagen, das ist nichts Neues. Ja, das war auf jeden Fall, das hat auf jeden Fall, war echt schön, war echt sehr, sehr spannend zu sehen. Einen Fisch, den fand ich super cool, das war so ein Riesenfisch, der schwamm andauernd, da war so ein, das war das riesengroße Becken, da wo die Haie auch drin waren. Und der schwebte die ganze Zeit vor so einer gefallenen Galionsfigur, also ein Schiff, weißt du, was so wie bei One Piece, dieses anstatt ein Lamm, ist da halt wie bei den Piraten immer so eine Frau dran, ne? So eine Meerjungfrau. So, und der Nein, eine schwamm direkt Galionsfigur. davor. So die ganze Zeit und starrte förmlich auf die Brüste dieser Meerjungfrau. Und ich dachte so, aha, mein Guter, bist du Also vor der Mitte hypnotisiert. Und dann sind wir später raus und wenn du dann fertig bist, da ist dann noch so ein kleines Restaurant, da kannst du theoretisch essen. Und dann hast du dort nochmal auch nochmal einen Teil dieses Beckens halt, kannst von oben nochmal reingucken, wo auch dann nochmal die Haie liegen. Es gibt nämlich Haie, die können wirklich schlafen. So, es gibt, die haben so Kiemen, die, weil die meisten Haie müssen sich halt bewegen, um zu atmen. Und es gibt ein paar Haie, die haben diese, die nennt es Aktivkiemen, wie der Katzenhai zum Beispiel, die sich wirklich dann dementsprechend, wo die auch so atmen können, auch wenn die sich nicht bewegen, nicht schwimmen. Und da hatten die wirklich so ein kleines Randbecken sozusagen, wo die so durchpassen und haben, da lagen dann zwei Haie und die haben dann gepennt in dem Sinne. Und dann kam dieser Fisch, dieser große, ja, der vor dieser Frau vor den Brüsten Von den Brüsten. schwebte, schwamm, kam kurz, schwamm da lang. Ich so, haha, krass, der kam da sogar durch, oh mein Gott. Und dann habe ich später nochmal geguckt, dann konnte ich so schräg nochmal da in das Becken reingucken. Und wo war er wieder? Genau wieder vor den Brüsten. So, alles klar, das ist dein Platz. Oops, a magic. Ja, man sagt ja auch, glaube ich, Männer, die auf Brüste starren, die leben länger oder sowas. Ist gesund fürs Herz und alles. Das schon nichts mehr. Ich auch nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass man es trotzdem hört. Ihr hört, glaube ich, Ja, nichts mehr. genau. Okay. Schade, ja, egal, aber wir haben ja beim Ja. letzten Mal schon gemerkt, dass das podcastmäßig sich so überlappt hat und dass ich ja trotzdem dann zu hören war und ihr ja Ja, ich auch, fand das deswegen. gut. Ja, das war, hast auf jeden Fall Sehr recht gut. gehabt. Ja, das finde ich gut. Da draußen haben sie alle gelacht. Ja, schon. Dir Ja, auch. und natürlich gab es das SeaWorld dann sozusagen im Kombi-Ticket und weil wir ja dann, wir waren ja mit der Das ist Schwester und ihrer Sea Freundin. Life? Nee, das ist was anderes. Wo du warst. Ich bin gerade Ja, verwirrt, Sea ob das Life heißt dasselbe das. ist. Sea Life, Das ja, heißt Sea nicht mehr Life. SeaWorld, ne? Das ist Sea Oder hieß Life, ja, das hast recht. jemals SeaWorld? Ich weiß es nicht. Ich Ey, das ist wollte eine nur gute mal Frage. klar. Es ist in Oberhausen. Sea Life ist Ja, richtig. Sea das Life. ist das Sea Life, okay. Gut, danke, James. Und ja, das kann, hat ein Kombi-Ticket, konntest du da holen mit dem Legoland da, mit dem Lego-Shop Discovery-Gedöns. Und da wir ja ein Kind dabei hatten, war das halt dann Dich? ganz praktisch. Bitte? Dich? Nein, 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 die Lorraine. Die Ah, okay. Lorena. Und jedenfalls, ja, sind wir noch da noch hin und das war für die Kinder, glaube ich, auch echt schön. Die haben da viel, viel gemacht. Sie hat viel gespielt. Ich selbst war da, ja. Ich war einfach nur traurig, dass ich kein eigenes Kind hatte. Aber das Thema hatte ich ja le letzte Woche schon. Na, macht doch nichts. Ja, Du hast geht alle bald los. Werkzeuge, So. Marc. Hab Alle kein Werkzeuge Werkzeug. sind on place.
Ja, das auf jeden Fall dazu, würde ich sagen. Also kann ich auf jeden Fall für Kinder ist beides überragend und für dich, Timo und James, vielleicht ist Sea Life auf jeden Fall mal ein Blick wert. Ist auf jeden Fall echt schön. Jo, das dazu. Das zu meiner Woche. Und ich gebe ab ans Studio, an Timo. Timo, wie war deine Woche? Ich bin das Studio. Du bist das Studio. Arbeitsreich, ja. Ich bin ja, nee, ich bin ja wieder im Job. Bin ja quasi vom Urlaub sofort in den Job gestolpert. Ja, und habe eigentlich nicht so viel gemacht diese Woche. Ich habe mich größtenteils um meine Wohnung gekümmert. Ich war bei Sigmola am Freitag und wollte mir ein Bett kaufen. Und die erste coole Geschichte ist eigentlich, ich bin da reingestiefelt und die Couch, die ich mir bei Sigmola schon gekauft habe, die steht quasi direkt rechts am Eingang. Und ich bin dann quasi dahin und sage, ich guck mal meine Couch. Und dann gucke ich so aufs Preisschild. Und da steht da irgendwie 749 Euro. Ich sage, hey, ich habe die hier für 1450 gekauft. Was ist das denn bitte? Und ich erstmal halb Wut in Brand zum Verkäufer hin, sage ich, komm mal her, Schatz. Meinte, ja, was ist denn los? Bla, habe ich ihm die Sache erklärt, sage ich, ja, hier, da habe ich für 1500 oder 1450 gekauft. Ja, haben Sie einen Kaufvertrag? Sag ich, ja, natürlich habe ich einen Kaufvertrag. Ja, wie lange ist denn das her? Sag ich, 3 Wochen? Ja, dann passen wir den Preis jetzt einfach an, dann bezahlen Sie nur 750. Sag ich, ja, geil, sag ich, immer her damit. Das habe ich quasi die Hälfte an der Couch gespart. I like. Also was hast du Stell dir daraus mal vor, gelernt, die wäre das nicht Timo? aufge... Geh Also, jeden hätte ich Tag auch nochmal dahin und guck, ob mitbekommen. die Preise Ja, sich klar. geändert haben. Naja, klar. Das war, weil die irgendwie 2 Wochen, nachdem ich die gekauft habe, ist die irgendwie in Summer Sale gekommen und war halt einfach nur noch halb so teuer. Absolut genial. Naja, lohnt sich auf jeden Fall ab und zu mal reinzugucken. Hier wo wir Ja. jeden Tag steht Timo vor der Tür. Ey, Hallo! eigentlich, Wie sieht's ich aus? wollte gerade sagen, ne, eigentlich lohnt es sich einfach, wenn man Sachen vorbestellt hat oder gekauft hat, ab und an mal reinzuschauen, hat sich der Preis geändert, ne? Ja, auf jeden Fall. Und der Witz ist, der Preis hatte sich ja eigentlich schon mal geändert, weil der Typ, die Couch hat ja, glaube ich, sogar noch mehr gekostet. Dann habe ich online geguckt und online hat die 100 Euro weniger gekostet. Da habe ich den Typen mal angeschrieben, meinte auch so, ja, dann mache ich den Preis. Also, muss ja echt aufpassen wie ein Schießhund. Ja, und dann bin ich halt in die Bettenabteilung gestiefelt und ja, hab mir dann super, eigentlich ein super geiles Bett ausgesucht. Sag ich, ja, hier, stellen Sie mir mal alles zusammen. Dann kam er mit seinem digitalen PC da alles zusammengestellt. Sag ich, ein Bett, ich hätte gern das noch, das noch, das noch. Sag ich, wo bin ich da jetzt? Ja, die LED-Lichter wollten Sie auch. Ne? Sag ich, ja, wollte ich auch, geben Sie mir alles. Und dann war ich bei 3.600 Euro. Ist teuer für ein Bett. Und da habe ich mir gesagt, nee, doch nicht. Ich glaube, auf dem Naja. Boden. Genau. Nee, also das Bett, was ich mir jetzt geholt habe, ist auch cool, hat auch ein paar coole LED-Lichter, kostet nur 1400, glaube ich, habe ich bezahlt. Das einzig Blöde ist, das wird halt im Oktober erst geliefert. Also ich muss tatsächlich jetzt einen Monat auf einer Matratze schlafen. Freue ich mich super Reagieren doll. die LED-Lichter auf Klatschgeräusche? Nee, aber das sei schon mal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Das wäre cool gewesen, ja. Wobei, je nachdem, was da klatscht, ist nicht so gut, geht das Licht immer an und aus. Es gibt dieses Meme von so einem Typen, der dann so vor seinem Bett steht und so macht, also du klatscht halt und auf einmal siehst du halt ein Bild von irgendwie 6 Typen und eine Frau und dann ist auf einmal Disco-Licht in der Bude. Ah, Das Ding okay. so ausrastet. Ja, klar. Nee, aber das ist, das, was ich schon mal gesagt habe, wenn ihr LEDs in eure Betten einbauen lasst, irgendwie am Kopfende oder was weiß ich was, das ist richtig teuer. Ich glaube, ich habe allein für diese LED-Leiste habe ich 250 Euro bezahlt. Aber Also, das warum macht brauchst du so denn viel LED aus, an um diese. deinem Bett? Um zu flexen, wenn Leute in mein Zimmer kommen. Keine Ahnung, zum Gut. Schlafen. Also, was heißt zum Schlafen, wenn man Ja, abends ich noch habe was lesen Licht, will? genau zum Schlafen habe ich Licht an. Ich kann besser bei grünem Licht schlafen. Nein, das ist halt so ein das ist so ein gedimmtes Licht. Da kannst du halt schön bei lesen und so. Und da ist ein Knopf an der Seite. Ist alles ganz schick. Machst du da auch einen Sternenhimmel? Das weiß ich noch nicht. Ich habe ja sowieso vor, mir das ein bisschen fancy einzurichten da. Ich hatte tatsächlich mal Aber gesehen, da die. hat jemand so Fake-Pflanzen und so an der Decke gehabt. Und das sah dann so ein bisschen dschungelmäßig aus. Das war echt gemütlich. Nee. Ja, und ansonsten habe ich. Ja, Marc? Nee, schon gut. Nee, jetzt will ich es auch wissen. Ich muss nicht jeden dummen Spruch bringen. Passt schon. Okay, alles klar. Nee, Der aber Marc. ansonsten, am Wochenende war noch ja, große Familienessen mit. Ich habe zum ersten Mal, habe ich, Grüße gehen raus an Garvin, du hörst das nicht, aber der hat Grillflammkuchen damals gemacht, die habe ich jetzt kopiert. Mega lecker. Ja, und ansonsten habe ich gestern noch meine Steuererklärung gemacht. Grüße gehen raus an Vater, hätte ich ohne dich mal wieder nicht geschafft. Oh, wie heißt die App hier? Taxfix? Nee, ich mache das alles manuell bei Elster. Ja, ich habe schön Taxfix benutzt. Und Hm.
Aber meine Schwester macht auch Elster, also deswegen. Ja, also ich habe ja meine Dings angegeben, diesmal meine Augen-OP letztes Jahr. Ich habe mir die Augen lasern lassen, das kann man angeben zu einem speziell bestimmten Prozentsatz. Boah. Mal gucken, was dabei rumkommt. Ja, das war zu meiner Woche. Oh, Wunderschön. schön. Danke. Wunderschön. Aber für Dann die würde ich sagen. Grill-Dinger da, sorry, das muss ich jetzt noch fragen. Oh, Grillpfannkuchen? okay. Achso, Grill-Flammkuchen. Flammkuchen, was ist das denn? Du machst eigentlich nur, das ist eigentlich voll simpel. Du hast, ihr kennt doch diese Platten, diese Tortilla-Platten, die Ja, man so ja. kaufen kann. Und da machst du halt einfach Schmand rein, ein bisschen hier Salz, Pfeffer und so weiter und so fort. Dann einfach ein bisschen Speck, Zwiebeln, Frühlingszwiebeln. Das rollst du dann zusammen, fixierst das mit einem Stöckchen und dann schmeißt das auf den Okay. Grill. Das ist super lecker. Okay, kannte Sim. ich nicht. Gut zu wissen. Die Frage mir gerade eben schon auf der Zunge gebrannt. Ja. Ah, ist mega Ja. lecker. Sollte man mal machen. Ja, gut. Okay. Dankeschön, Timo. Gerne. Gut.